Vor ein paar Wochen war ich eingeladen in Bayern zu einem Vortrag und habe den Ort eingegeben im GPS-System. Der hieß Otzing und ging dann halt los mit meinem Freund. Er ist gefahren, ich habe ein bisschen am Computer gearbeitet. Irgendwann dann in der Nacht kommen wir dann an, kurz ein paar Minuten vor der Vortrag losgehen sollte. Und irgendwas war schief, weil Ortschaft war wahnsinnig klein und wir haben uns irgendwie überhaupt nicht mehr zurechtgefunden. Irgendwas war falsch und auf einmal kommen wir drauf, oh nein, wir sind in Otzing und nicht in Otzing. Und das war ziemlich dumm, weil Otzing nicht gerade neben Otzing liegt. Und diese Begebenheit hat mich schon zum Nachdenken gebracht, weil ich habe gedacht, naja, schon wichtig zu wissen, wo man hinfährt, bevor man losgeht. Es ist schon wichtig, die Karte richtig zu lesen und das GPS-System richtig einzustellen. Und das nicht nur für ein Wochenende, wo man irgendwo hinfährt, sondern gerade für unser eigenes Leben. Also, wo fahre ich denn überhaupt hin? Wo will ich denn überhaupt hinfahren? Vor einer Weile kam mir noch ein Gedanke dazu und es war einfach folgende. Stell dir vor, du gehst oben auf den Stephansdom und du denkst, du bist ein Vogel und du schmeißt dich, Hobby. Ja, du wirst sehr schnell merken, du bist kein Vogel, weil du einfach platt sein wirst. Oder wenn du denkst, du bist ein Ferrari Testarossa und du wirst dich irgendwie toll fahren auf der Straße und begibst dich auf der Straße und beginnst als Schnecke, weil du eigentlich eine Schnecke bist, ein bisschen dich so herum zu bewegen, wirst du sehr schnell merken, ich bin kein Ferrari Testarossa, ich bin eine Schnecke. Weil eigentlich werde ich gar nichts mehr merken, weil ich auch platt sein werde. Das heißt, wenn wir nicht wissen, wer wir sind, ist eine Gefahr da, dass wir Dinge tun, die uns sehr verletzen, die uns innerlich kaputt machen. Und da gab es halt jemand, der hieß Johannes Paul II., der sich Gedanken gemacht hat über eine Landkarte, die es zu lesen gilt, um zu verstehen, wo wir überhaupt, wie wir zu unserem Ziel kommen. Und diese Landkarte, sagt er, ist nicht sehr kompliziert, ist eigentlich unser eigener Körper, sind unsere eigenen Sehnsüchte, unsere Emotionen, unsere Gefühle. Nur es gilt, diese Landkarte richtig zu lesen. Und darüber, über dieses Landkarte lesen, wollen wir in den nächsten Videoclips ein paar Impulse geben, ein paar Gedankenanstöße zu geben, die man natürlich dann auch weiterdenken muss, weil ja, das Thema so komplex und so riesig ist, dass man das nicht in 3 Minuten ausschürfen kann, aber vielleicht doch ein paar Ideen, ein paar Gedankenanstöße euch anbieten kann.